Ja, und das ist Dienstagnachmittag. Du kommst eben aus deiner ersten Fraktionssitzung hier im Bundestag, an der du auch teilgenommen hast als Parteivorsitzender. Gestern schon hast du auch die Sitzung im Fraktionsvorstand verfolgt. Du wirst an beiden Gremien, denke ich, jetzt regelmäßig teilnehmen. Was ist dein Eindruck von der Arbeit der Bundestagsfraktion und ihrem Vorstand? Naja, ich war gestern schon positiv überrascht. Unser inhaltliches Themenprogramm wurde gut angenommen, unser 120-Tage-Programm. Die Fraktion hat klar erklärt, dass sie das als eine gute Vorgabe, eine gute Vorlage ansieht. Heute ebenfalls die Aussprache in der Fraktion war getragen von einer sachlichen Diskussion, auch einer guten Auswertung des Parteitages. Und ich habe das Gefühl, dass die Aufbruchstimmung, die die Parteiführung verbreitet, auch von der Fraktion angenommen wird. Hast du etwas anderes erwartet? Naja, im Vorfeld, ich kannte ja die Fraktion nicht, im Vorfeld gab es ja doch schon andere Töne und auf dem Parteitag auch. Aber davon konnte man heute ehrlich gesagt nichts spüren. Sprechen wir über die Themen. Es sind für die nächsten 120 Tage, für die ersten 120 Tage drei Themen. Da geht es um den Kampf gegen prekäre Beschäftigung, um den Kampf gegen Stress am Arbeitsplatz. Es geht natürlich um das Engagement gegen den Fiskalpakt und am Ende auch noch um die Rückgewinnung des Öffentlichen, wie es nun in diesem Programm auch heißt. Da werden einige sagen, Themen wie Rente, Bildung, Gesundheit, die ja auch wichtig sind, kommen da gar nicht vor. Ja, das glaube ich nicht. Also die Ausdehnung des Niedriglohnbereiches bei uns, der Leiharbeit, der Solo-Selbstständigkeit, hat ja gravierende Auswirkungen auf die Rente. Also durch diese Beschäftigungsverhältnisse ist Altersarmut geradezu vorprogrammiert. Also wir werden erleben, dass quasi viele Beschäftigte, die im Niedriglohnbereich sind, die nicht genug verdienen, geradezu direkt in die Altersarmut gehen. Das nächste Thema, der Kampf gegen den Fiskalpakt. Jetzt am Wochenende steht die Entscheidung in Griechenland an, bei den Wahlen. Das kann gravierende Auswirkungen haben auf Europa. Auch das war Thema in der Fraktion. Wie bereitet ihr euch darauf vor? Naja, das hat schon gravierende Auswirkungen. Also jetzt schon erleben wir die nächste Bankenkrise in Spanien. Millionen von Menschen in ganz Europa werden in Haftung genommen, sprich die kleinen Leute zahlen wieder für die Sanierung der Banken. Das stößt jetzt schon auf Unmut in der Bevölkerung, und zwar zu Recht, weil die Leute das richtige Gefühl haben. Wir zahlen, aber das kommt bei den kleinen Leuten in Spanien oder Griechenland oder in anderen Ländern in Europa gar nicht an. Es findet eine absolute Unterordnung der Politik unter das Diktat der Finanzmärkte statt, zu Lasten der Mehrheit der Bevölkerung, und zwar in ganz Europa und auch zu Lasten der Demokratie in Europa. Ein Thema, das die Linke dringend belegen muss, weil wir für ein demokratisches, für ein soziales Europa stehen. Es werden überall Kürzungsprogramme verschrieben, Armutsprogramme. Nirgendwo wird gesagt, okay, wir haben eine Zunahme der hohen Vermögen, der hohen Einkommen, die müssen herangezogen werden zur Lösung der Schuldenkrise. Und es geht um die Rückgewinnung des Öffentlichen, also um die Fortsetzung des Kampfes gegen die Privatisierung, es soll öffentliches Eigentum wieder gewonnen werden. Wo sitzt ihr dort an? Naja, grundsätzlich gibt es, glaube ich, in der Bevölkerung ein deutlich höheres Verständnis, wie wichtig die öffentliche Daseinsvorsorge ist, wie wichtig gute Kindertagesstätten sind, wie wichtig Bildung ist, öffentlicher Personennahverkehr, gut ausgestattete Sportstätten, vieles andere mehr, eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung. Und da geht es darum, dass das natürlich in öffentlicher Hand ist, unter demokratischer Kontrolle. Wir haben dazu eine riesige Herausforderung beim sozialökologischen Umbau. Sprich, viele Gemeinden, viele Städte bemühen sich darum, die Stromnetze wieder zurückzukaufen, um die unter öffentliche Kontrolle zu stellen. Auch das ein wichtiges Thema für die Linke. Der ökologische Umbau, die Energiewende kann nur gelingen, wenn wir das Öffentliche stärken und wenn wir sagen, dass Energieversorgung bedarfsgerecht organisiert werden muss und wenn wir auch dafür sorgen, dass es Sozialtarife gibt. Es darf nicht sein, dass die Energiewende für große Teile der Bevölkerung gar nicht mehr bezahlbar sein wird. Das sind die ersten 120 Tage, die Themen für diesen Zeitraum. Dann geht es aber ruckzuck
an die Wahlstrategie für die Bundestagswahl, natürlich auch an das zugehörige Programm. Wie werdet ihr vor allem diesen Prozess organisieren? Da war dann heute auch in der Fraktion die Rede von Massentelefonkonferenzen, von dem Blog, den ihr schon geschaltet habt. Wie läuft das an, was ihr euch vorgestellt habt? Naja, wir wollen für eine Kultur des Zuhörens sorgen. Wir wollen vor allen Dingen die Mitglieder, die Basis motivieren, mitzuarbeiten. Die Aufbruchstimmung in der Partei, für die kann nicht allein die Parteiführung sorgen, sondern wir wollen die Mitglieder zum Mitmachen einladen, die Landesparteien, die Kreisverbände, die Ortsverbände zum Mitmachen einladen. Dazu gehören bestimmte Foren, da gehören auch diese Massentelefonkonferenzen dazu, da gehört der Mitgliederblock dazu, da gehören viele Gespräche. Wir haben vor, natürlich eine Tour durch die Landesverbände, durch die Landesparteien zu machen. All das wird einen Beitrag dazu leisten, dass es kein Programm von oben verordnet gibt, sondern dass wir im Diskussionsprozess auch das Bundestagswahlprogramm entwickeln. Natürlich ist die Parteiführung gefordert, jetzt schon die Bundestagswahlen vorzubereiten, inhaltlich und strategisch, aber natürlich in einem breiten Diskussionsprozess in der Partei und natürlich auch mit der Fraktion zusammen. Es ist interessant, dass ihr in eurem 120-Tage-Programm einen so großen Wert auf eine andere Art von Kommunikation legt. Kunst des Zuhörens, Kultur des Zuhörens. Auf was bist du denn am meisten neugierig? Naja, ich bin neugierig natürlich auf die Landesparteien im Osten. Ich war jetzt auf dem Landesparteitag in Berlin, was ja praktisch ein Ost-West-Landesverband ist, und habe mich sehr gefreut, dass es eine freundliche Aufnahme gab und dass die Vorschläge, die wir an die Partei machen, die thematischen Vorschläge, aber auch die Vorschläge zur Kommunikation und zur Diskussion sehr positiv aufgenommen wurden. Also die Resonanz war richtig gut. Wenn wir mal zurückblicken, dann hast du heute vor genau 14 Tagen dich entschieden, überhaupt erst als Parteivorsitzender anzutreten. Eine Woche ist es her, dass du jetzt hier in Berlin angekommen bist und mit der Arbeit angefangen hast. Wenn du das mal zurückverfolgst, hättest du dir das vorstellen können, dass es wirklich so kommt, als du gesagt hast, ich, Bernd Rixinger, trete an? Nein, aber als ich mich dann entschieden habe, wollte ich natürlich auch mit guten Chancen in die Wahl gehen. Man tritt ja nicht an, um dann bei der Wahl keinen Erfolg zu haben. Aber dass es natürlich einen gewaltigen Umbruch in meinem Leben gibt und es eine völlig neue Herausforderung ist, da muss ich mich erstmal nach und nach mit diesem Gedanken anfreunden. Du kommst aus Stuttgart, du bist Landesvorsitzender in Baden-Württemberg, also natürlich schon längere Zeit in der Linken engagiert, kommst aus der gewerkschaftlichen Bewegung, bist Gewerkschaftssekretär, Geschäftsstellenleiter bei Verdi. Also du hast da eine lange Tradition bei der Arbeit für die Partei und auch ansonsten im gewerkschaftlichen Umfeld. Aber jetzt trotzdem, aus Stuttgart nach Berlin in diese Stadt, von der du sagst, sie spiegelt beides wider. Wie stellst du dir die nächsten Monate vor? Naja, ich verstärke ja quasi die stärkste Kolonie in Berlin, ja, die schwäbische, die aber anscheinend gar nicht so beliebt ist. Aber ich stelle mir natürlich schon vor, dass wir jetzt wirklich unser Diskussionsangebot, ja, mit der Partei diskutieren, dass, wenn das angenommen wird, wir schnell in die Umsetzung dieses 120-Tage-Programms kommen, dass wir schnell als Partei wieder zu unseren Themen zurückfinden. Und die Bevölkerung merkt, hier gibt es eine Linke, die ihre Interessen politisch vertritt. Und ich stelle mir natürlich auch vor, dass es uns gelingt, sagen wir, den Negativtrend zu bremsen und die Partei nach und nach, das wird nicht ganz schnell gehen, wieder in die Erfolgsspur zurückzuführen. Katja Kipping aus Sachsen, Matthias Höhn aus Sachsen-Anhalt, Raju Sharma aus Schleswig-Holstein, Bernd Rixinger aus Baden-Württemberg. Wie habt ihr euch zusammengefunden in dieser ersten Woche hier in Berlin? Naja, ich habe auf alle Fälle Katja jetzt besser kennengelernt und ich habe das Gefühl, zwischen uns stimmt die Chemie. Wir waren immerhin in der Lage, innerhalb von einer Woche ein 120-Tage-Programm zu entwickeln, zu erarbeiten, das von der Partei positiv aufgenommen wird. Matthias Höhn passt wunderbar dazu. Ich glaube, die Chemie stimmt. Raju Sharma konnte ich jetzt noch nicht so gut kennenlernen, also die Finanzen spielen natürlich eine wichtige Rolle, aber jetzt hatte ich erstmal andere Themen zu bearbeiten. Ich habe aber das Gefühl, wir hatten eine erste Sitzung des geschäftsführenden Bundesvorstandes.
Die war super, war okay. Wie werdet ihr die Schwerpunkte setzen? Weil viel Zeit habt ihr nicht. Jetzt kommt die Sommerpause. Andererseits wollt ihr jetzt auch schnell in der Fläche unterwegs sein. Wenn du es so in drei Stichworten zusammenfasst, was versprichst du dir an der Stelle von den nächsten Monaten? Weil auf welche Art und Weise ihr kommunizieren wollt und mit welchen Themen hast du schon umrissen? Das ist relativ klar. Nur wie genau, wie konkret soll es gehen? Naja, natürlich ist das 120-Tage-Programm eine Skizze. Die muss natürlich jetzt runtergebrochen werden in ganz konkrete politikfähige Ansatzpunkte. Aber ich habe das Gefühl, man wird jetzt schon mehr zum Fiskalpakt und zur Europapolitik befragt als zum Zustand der Partei. Und genau da soll es hingehen. Unsere Themenfelder, die wir jetzt angeboten haben, müssen ankommen bei den Kreisverbänden. Also das nützt gar nichts, wenn das nur in der Presse und in den Medien kommt. Die Kreisverbände müssen sagen, ja, das ist ein Politikangebot, mit dem können wir was anfangen. Damit können wir auf die Marktplätze gehen, können Veranstaltungen organisieren, können Mitgliederversammlungen gestalten. Wenn uns das gelingt, dann haben wir schon halb gewonnen. Wenn du nochmal an die Diskussion jetzt gerade in der Bundestagsfraktion zurückdenkst, es ging nochmal in die Rede von Gregor Gysi auf dem Parteitag. Es ging auch um das, was er über den Zustand der Fraktion gesagt hat. Wie hast du die Fraktion erlebt in dieser Diskussion und wie hast du auch Gregor Gysi wahrgenommen? Naja, Gregor Gysi hat heute schon gesagt, er ist deutlich optimistischer als in der letzten Woche. Und ich glaube, es gibt keinen Grund, jetzt zurückzublicken, sondern jetzt müssen wir nach vorne gucken. Ich habe das Gefühl, dass wir in der ersten Woche schon einen gewissen Aufbruch hingebracht haben. Und ich freue mich auch, dass alle Landesvorsitzenden auch heute die Fraktion erklärt haben, dass sie auf diesem Weg mitgehen. Das ist ein großer Vertrauensbeweis und ich glaube auch ein guter Anfang, jetzt weiterzumachen. Vertrauen ist ein wichtiges Stichwort. Einzelne Abgeordnete sagten auch, der ist aus ihrer Sicht auch durch die Art und Weise, wie die Diskussion geführt worden ist vor dem Parteitag, auf Vertrauen verloren gegangen. Mhm. Bei Wählerinnen und Wählern, aber auch einfach bei Sympathisanten der Linken insgesamt. Wie wollt ihr das zurückholen? Wie wollt ihr Vertrauen aufbauen? Ja, erstmal, dass wir tatsächlich das einlösen, was wir versprochen haben. Zuhören, respektvoller Umgang miteinander, positive Ansätze in allen Parteigliederungen aufgreifen und nicht einfach was vorsetzen. Gleichzeitig aber schon auch klare Kante bei den Inhalten zeigen. Wir sind ja nicht irgendwie ein moderierendes Medium, sondern eine Parteiführung, die auch ein inhaltliches Angebot machen muss. Und was ganz wichtig und entscheidend ist, zur Politik zurückzukehren. Wir müssen quasi das Signal ausstrahlen, dass die Menschen, die auf uns bauen, die für eine Politik, auf eine Politik der sozialen Gerechtigkeit, der Demokratisierung, der Umverteilung hoffen, dass wir diese Erwartungen erfüllen und für sie spürbar in die politische Arena zurückkehren. Du hast auf dem Parteitag zum Schluss deiner Rede gesagt, das Land braucht eine starke Linke. Wie stark ist die Linke denn jetzt im Moment? Ja, stellen wir uns nochmal 5 Minuten vor, es würde keine Linke geben. Die soziale Frage würde keine Rolle spielen. Die Parteien würden den Fiskalpakt durchwinken. Und ich bin absolut überzeugt, wir hätten ganz andere Angriffe auf die Sozialsysteme, als wir das heute haben. Die anderen Parteien sind vorsichtiger, weil es die Linke gibt. Also die linke Politik wirkt auch auf die anderen Parteien. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass die Linke insgesamt auch in der Gesellschaft deutlicher wirkt und wir schaffen, zur Verbesserung der Lebensverhältnisse von Millionen Menschen wirklich einen sinnvollen Beitrag zu leisten. Das hat ja Klaus Ernst auf dem Parteitag auch gebracht. Dieses Gedankenexperiment, denken wir mal drüber nach, die Linke wäre nicht da. Kann es sein, dass bei dem einen oder anderen so der Eindruck entsteht, das ist ja selbstverständlich, dass sie da ist, man muss sich da gar nicht kümmern? Ja, wir müssen deutlich machen, dass es gar nicht selbstverständlich ist, sondern dass das ein wirklich interessantes Projekt ist, dass wir 2 Traditionslinien der deutschen Linken zusammengeführt haben zu einem Projekt und dass dieses Experiment einer linkspluralistischen Partei ja jetzt in ganz Europa aufgenommen wird. Wir haben in Europa durchaus einen Linkstrend.
wie wir jetzt in Frankreich gesehen haben, wie wir in Italien gesehen haben, wie wir in Spanien gesehen haben und vielleicht am Sonntag auch in Griechenland sehen, mit großer Wahrscheinlichkeit. Der Erfolg dort ist aber durchaus ein ähnlicher Politikansatz, wie es die Deutsche Linke vorgelebt hat die letzten Jahre. Und ich glaube, wir wären ja wirklich richtig bescheuert, wenn wir nicht wieder zu diesem Erfolgsansatz zurückkehren würden. Und das Geheimnis liegt, dass wir 80% Gemeinsamkeiten haben in der Deutschen Linken. Und diese 80% Gemeinsamkeiten müssen wieder in Politik umgesetzt werden. Und die 20% Unterschiede, die eine linkspluralistische Partei haben muss, sie muss sie haben. Die muss sie in produktive Arbeit umsetzen. Das heißt, wenn wir schaffen, diese 20% respektvoll miteinander auszudiskutieren, dann kann es die Partei auch nach vorne bringen. Gibt es einen Punkt, wo du sagst, das macht man besser mit mir nicht? Ich bin für alles zu haben. Du hast dir jetzt klar umrissen, wie du dir die Arbeit vorstellst, auch an der Spitze liegen, in diesem Team, über das wir schon gesprochen haben. Gibt es einen Punkt, wo du sagst, das lassen wir lieber, das machst du mit mir nicht? Naja, also wo ich allergisch bin, ist gegen Illoyalität. Also Illoyalität heißt, die Parteiführung wird von eigenen Parteigliederungen angegriffen, persönlich angegriffen. Da würde ich allergisch drauf reagieren. Ich bin völlig offen und die Tür steht offen für alle Kontroversen, für alle Meinungsunterschiede. Aber sagen wir mal, Angriffe aus der eigenen Partei raus sollten wir unterlassen. Und man sollte die Debatten, die intern zu führen sind, auch intern zu führen. Also ich glaube, wir sind nicht gut beraten, Personaldebatten auf den Marktplätzen auszutragen. Gibt es etwas, wo du sagst, bevor du dich entschieden hattest zu kandidieren, das hättest du der, wie man sie dann auch gesehen hätte, neuen Parteiführung dann gern mitgegeben, als so ein Ratschlag eines Mannes aus einem bestimmten Bundesland, der dort die Linke führt? Naja, wir haben ja in Baden-Württemberg durchaus hingekriegt, dass wir eine sehr integrative Partei sind, die wenig Strömungsdiskussionen hat und die sich unter schweren Bedingungen im Schwabenland ja, der Politik zugewendet hat. Und ich glaube, da hat sich eben gezeigt, dass eine integrative Parteiführung, die aber trotzdem einen politischen Kurs hat, also nicht beliebig ist, dass das durchaus eine positive Ausstrahlung hat. Und das sollten wir auch jetzt die nächsten Jahre machen. Blicken wir zum Schluss noch mal etwas weiter voraus. Wo steht die Linke in 5 Jahren? Also ich bin absolut sicher, wir werden wieder im nächsten Bundestag vertreten sein. Wir werden deutlich besser vertreten sein, als jetzt die Umfragen uns zeigen. Und wir werden dann, wenn wir erfolgreich sind, besser in der Gesellschaft verankert sein. Eine Partei muss sich in der Gesellschaft verankern, sie muss Themen setzen können, sie muss immer sich bemühen, dass ihre Themen, ihre Vorstellungen mehrheitsfähig sind, hegemonial sind, im positiven Sinn des Wortes. Und dazu gehört natürlich auch, den Parteiaufbau voranzutreiben. Bernd, viel Erfolg, schönen Dank. Dankeschön. Für eine neue soziale Idee.